Hallo Kameramagier, heute geht's um den Broken Glass Effect. Und mit einem Schraubenzieher wirst du das höchstwahrscheinlich nicht hinkriegen, aber mit DaVinci Resolve. Und das ganz einfach. Auf geht's! Vergiss die hässlichen Greenscreen Assets, die du vor lau irgendwo findest. Hol dir lieber ein schwarz-weißes Bild von einem Riss und hau das auf deine Footage drauf und klick dann im Inspector im Composite Mode auf Add. Und dann hast du's. Hey, nein, Quatsch, du kannst es noch viel besser, denn hier fehlt noch der gewisse Realismus, in dem sich nämlich das, was vor der Linse ist, auch in dem gebrochenen Glasscherben widerspiegelt, also in den Rändern. Und das kriegt man ganz einfach hin, indem du dir einen Adjustment Clip reinziehst und dann im Adjustment Clip in Fusion hineingehst. Als allererstes holst du dir hier in Fusion einen Background hinzu und deine zerbrochene Glastextur ebenfalls. Die verbindest du beide mit einem Merge, wobei der schwarze Background auf jeden Fall in den orangenen Pfeil vom Merge muss. Jetzt hast du die Möglichkeit, mit dem Merge Selected deine Glastextur hin und her zu schieben. Anschließend fügst du eine Merge hinter dem Adjustment Clip Media In ein und verbindest das beides. Ganz wichtig ist, dass du in dieser Merge den Blend Mode auf Screen stellst. So, jetzt hast du im Prinzip genau das gleiche, was du vorher hattest. Aber die Magie kommt, wenn wir jetzt eine Displacement Node hinter dem Merge einfügen und die Merge der Glastextur in den grünen Pfeil hineinziehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in der Displacement Node die Refraction Strength zu erhöhen und somit eine realistische Verzerrung hinzuzufügen. Und mit dem kleinen Mittelpunkt kannst du auch noch bestimmen, von wo aus die Verzerrung kommen soll. Jetzt hast du die geilere Version des Broken Glass Effects. Und ich hoffe, dass dir dein Objektiv auf jeden Fall nicht kaputt geht. Ach ja, und bevor ich es vergesse, subscribe that track! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Kameramagier.